Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Douglas Make-up Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich war heute im Douglas und da habe ich ihn dort stehen sehen. Ich habe auch gesehen, dass die liebe Chiquitas Place ihn schon vorgestellt hat und da konnte ich nicht anders und musste ihn jetzt auch einfach mitnehmen. Da hat die Neugierde gesiegt. So schaut er aus und ich finde ihn sehr cool. Genauso wie auch im letzten Jahr ist es zuallererst ein schöner Würfel, der mit einem Schleifchen zusammengehalten wird. Und ja, das ist ein Würfel, den man so auseinanderklappt. Das Design gefällt mir sehr gut dieses Jahr. Muss ich wirklich sagen, das ist nicht. Ich finde es total weihnachtlich. Wir haben das so richtig in diesem Rot und Weiß und so, ne? Gefällt mir richtig gut und ich sehe hier schon die Nummer 1 und die machen wir doch direkt mal auf. Ah, die Kläppchen lassen sich definitiv besser öffnen als letztes Jahr. Und das Produkt habe ich jetzt auch gut rausbekommen. Als erstes haben wir hier nämlich einen Shiny Kiss. Das dürfte ein Lipgloss sein, oder? Shake Before Use, Shiny Red, 4ml und das ist von der Douglas Eigenmarke. Ich habe ihn mal auf Erwin draufgestellt. Erwin ist mein Stuhl, mein Assistent tatsächlich. Die Nummer 2 ist hier in der goldenen Mitte. Wie auch im letzten Jahr sind die Kläppchen halt genauso geformt wie das Produkt, was da drin ist. Und hier haben wir auch von der Douglas Eigenmarke eine Wimpernzange. Verwende ich jeden Tag. Meine von Brushworks hat nur 5 Euro gekostet. Das ist halt ein super günstiges Teil, die sich aber definitiv hochwertiger anfühlt als diese hier. Aber eine Wimpernzange kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Hier unten haben wir die Nummer 3. Sehr cool. Das ist ein Cat Eyes Eyeliner, High Precision and Long Lasting Eyeliner. Und das ist auch von der Douglas Eigenmarke und das ist ein Filz Eyeliner. Leute, ich feiere es, dass die den nervigen Kajal jetzt durch einen Filz-Eyeliner ersetzt haben. Yay! Ich freue mich da wirklich mega drüber, weil ich liebe Filz-Eyeliner. Verwende ich immer. Es fängt schon mal gut an, ne? Gucken wir mal, was die Nummer 4 uns bieten kann. Ja, ne? Das ist so eine Haarklammer. Herzlich willkommen. Das erste Füllprodukt ist am Start, auch wenn sich das hochwertig anfühlt. Das kann man wirklich sagen. Es ist jetzt nicht so super Fizzle-Plastikteil-Gedönsen, ne? Es ist Plastik, ja. Aber es fühlt sich gar nicht so verkehrt. Die Nummer 5 ist geformt wie ein Nagellack. Und da ist man natürlich auch nicht überrascht, wenn da ein Nagellack drin ist. Ja, das ist in der Farbe 150 Terracotta, ein Full-Size-Nagellack. Und die Nagellacke von Douglas, muss ich wirklich sagen, sind schön, gefallen mir auch. Ne? Also ich habe einen, der ist so ein bisschen heller, also ein bisschen pearly. Der ist leider nicht so deckend, den trage ich auch gerade hier jetzt auf diesem Fingernagel. Aber ja, ne, sieht man, da habe ich 3 Schichten drauf gemacht und der ist halt nicht so super deckend. Liegt aber auch daran, dass ich halt so runde Nägel habe. Da Nagellack ist halt echt schwer. Die Farbe finde ich einfach mal ein bisschen außergewöhnlicher, so ein Terracotta-Rot, ne? Habe ich, glaube ich, auch so noch gar nicht bei mir in der Sammlung. Finde ich eigentlich ganz schön. Nikolaus, die Nummer 6 haben wir hier. Die Kläppchen haben so Laschen, die man eindrücken kann und dann lässt sich das ein bisschen besser öffnen, sodass der Kalender nicht ganz so hardcore zerstört wird, wie ich das letztes Jahr gemacht habe tatsächlich. Ja, hier haben wir von Douglas Essential etwas drin und zwar ein Make-up Removing Gentle B-Face Eyes and Lips Gedönsen für sensible Augen und hier sind 30ml drin. Das finde ich ganz schön, das kann man dann einfach mal ausprobieren, ob einem das gefällt und ja, dann entscheiden, ob man das nachkaufen möchte oder nicht. Die Nummer 7 haben wir hier an der Seite. Und es ist hoffentlich keine Pleite. Ja, es ist mal was anderes als die obligatorische Nagelfeile, muss ich sagen, wirklich. Es ist von der Douglas Eigenmarke, so ein Mini-Teil. Und damit kannst du halt deine Nägel vorbereiten. Also du kannst halt quasi damit auf dem Nagel feilen, damit das Ganze glatter wird oder scheint oder sonst irgendwas. Also du machst erst in Shape, dann machst du das smooth, also feiner. Dann polierst du und dann machst du Shining? Shining, keine Ahnung. Ja, ne, kann man machen. Ich habe auch so ein Ding, so ein Buffer quasi. Die Nummer 8 darf machen, dass es jetzt mal wieder kracht. Der ist schön. Der erinnert mich von der Farbe an einen von Too Faced, den ich auch habe. Das ist ein Glossy Kiss in der Farbe Shimmery Gloss. Hä? Okay, echt? Okay. 4ml sind hier drin. Und der hat halt so, also der ist so rosé und hat dann noch so bunte Sparkles mit drin, die Zähne dann auch ein bisschen weißer erscheinen lassen. Ne? Dadurch, dass er halt dieses Kühle mit dabei hat. Das ist ziemlich cool. Wird die Nummer 9 machen, dass wir uns weiter freuen? Das war so geformt wie ein Löffel und ich habe mir echt gefragt, was die da wo reinpacken. Aber das ist so ein Ding, damit kannst du deine Augenbrauen durchbürsten und deine Wimpern so ein bisschen besser trennen. Ist auch von der Douglas Eigenmarke.
Wenn ich sowas in einem Pinselset drin habe, ist das eigentlich eins der ersten Produkte, die ich aussortiere, weil ich damit einfach nicht so gut arbeiten kann. Wie wird es mit der 10 weitergehen? Das ist ein interessantes Produkt, und zwar ist es ein Lip Liner in Transparent. Ultimate Longwear Lip Liner. Die Lip Liner von Douglas mag ich gerne. Ich hatte auch schon den ein oder anderen Mal in Adventskalender drin. Und das ist einer, den du universell nutzen kannst. Das heißt, du kannst den egal bei welcher Farbe verwenden. Und ein Lip Liner verhindert ja auch so dieses Ausbluten von Lippenprodukten. Zum Beispiel bei dem Lip Gloss. Es ist mega geil. Dann verläuft er dir nicht so. Das hier verwendest du einfach als Umrandung. Und es ist quasi wie so eine Art Schutzbarriere. Und da er transparent ist, kannst du sogar damit auch ein bisschen übermalen. Ne? Das ist so ein kleiner Hack. Und das finde ich total cool. Das ist einer hoch mit Anspitzer, offensichtlich, okay. Nein, das wollte ich aber gerade gar nicht zeigen. Ich wollte zeigen, dass man den rausdrehen kann wahrscheinlich, ja. So ein herausdrehbarer Stift. Finde ich mega cool. Und den kannst du auch noch zu dem verwenden, dass wenn du dir zum Beispiel einen krassen Lippenstift drauf machst, wie zum Beispiel so ein Rot oder Lila oder Grün oder Türkis, sonst irgendwas, dass du damit an den Rändern so ein bisschen korrigieren kannst. Mega cool. Die Nummer 11. Ja, das ist ulkig, ne? Der enthält nämlich jetzt genau den Nagellack, den ich hier auf meinem Nagel trage und euch gerade gezeigt habe. Das ist witzig. Lovely Glow Beautifying Shiny Nail Polish. Genau, so sieht er dann in der Flasche aus, ne? Und wie ihr gesehen habt, ja, schaut er so auf dem Nagel aus. Und ich wusste es nicht, sorry. Finde ich witzig, ja. Ne? Genau, den habe ich schon. Halbzeit, die Nummer 12. Yay, wir haben einen Taschenspiegel. Ja, Füllprodukte sind am Start, aber hey, der ist gut. Oh mein Gott, ist der gut. Ich sehe viel zu viel, was ich gar nicht sehen will. Ja, es ist ein Taschenspiegel, ne? Und da steht Douglas drauf, ist dann ja von der Douglas Eigenmarke. Sieht ganz hübsch aus, kann man auf jeden Fall immer in der Handtasche gut verwenden. Ich mag lieber Klappspiegel, weil sonst zerkratzt halt diese Seite zu schnell, aber das ist halt so ein Ding, wie man es halt lieber mag. Oh, hier ist die Nummer 13 und die ist ganz schön groß. Wow, ich habe mal den ganzen halben Adventskalender dafür auseinandergenommen, aber es hat sich gelohnt. Pretty Eyes, eine 6 Eyeshadows Palette. Da hast du eine Lidschattenpalette ernsthaft drin. Das finde ich cool. In der 13? Was ist denn dann in der 24? Wenn so eine Lidschattenpalette da drin ist, 3 sind schimmernd, 3 sind matt. Und ich habe auch diese Palm Springs von Douglas ja schon ausprobiert. Und die haben eine ganz tolle Textur. Und das sind schöne Töne. Also da kannst du halt richtig... Also sowohl movige Looks mit Schminken, du kannst da dunkel werden, hell bleiben. Richtig schön. Also das ist eine tolle, tolle, tolle Nummer 13. Definitiv keine Pechzahl. Hier an der Seite ist die 14. Ein Lidschattenpinsel, passend zu der Lidschattenpalette von gerade, in einer kleinen Reisegröße. Und damit kann man sich halt die Töne auch richtig schön aufgeben. Das ist so ein, ja, Smudger oder auch Packing Brush, würde ich jetzt dazu sagen, ne? Oh, der Akku von der Kamera, den ich gerade rausgenommen habe, der ist so warm. Hier haben wir die Nummer 15. Er wollte nicht rauskommen. Das ist ein Intense Kohl Pencil. Intense Wood Eye Pencil. Okay, ja, ein schwarzer Kohlkajal, ne? Das, wo ich am Anfang sagte, geil, dass sie den ausgetauscht haben durch einen Eyeliner. Aber ich weiß, dass viele ganz normal auch noch Kajalstifte verwenden. Deswegen ist es ganz nice, dass er drin ist. Das ist einfach einer zum Anspitzen. Okay, wenn die Produkte zum Anspitzen mit reinpacken, haben wir hier safe auch noch einen Anspitzer mit drin, oder? Vielleicht sogar schon in der Nummer 16. Ja, ist halt genau passend, ne? Du hast hier direkt einen Anspitzer mit dabei. Gut, ja. Ist von der Douglas Eigenmarke. Kannst du verwenden, sowohl für dicke als auch für dünne anspitzbare Stifte. Es ist okay, ne? Man braucht auch immer mal wieder einen Anspitzer. Und ich habe auch sogar zwei tatsächlich immer wieder in Anwendung bei mir da. Einer wirklich halt explizit für NARS-Produkte. Musste man sich extra kaufen, mega übel. Und einen, ich glaube, aus dem letzten Douglas Adventskalender habe ich den auch noch hier stehen. Mag ich eigentlich ganz gerne. Ist auch ein okay. Hier ist Füllprodukt in einem Adventskalender, wenn es halt so ein relativ, ne, hochwertiger ist, ist es okay. Ich finde, man freut sich da nicht so exzessiv drüber, muss ich sagen. Also lieber weniger Füllprodukte und mehr Make-up reinpacken. Das ist so mein Wunsch. Die Nummer 17 sieht schon wieder verräterisch nach einem Nagelprodukt aus. Jupp. Und das ist in einem richtig schönen weihnachtlichen Rot in der Farbe 285 Red Pumps, also rote Pumps. Kann man auf jeden Fall zur Weihnachtszeit gut gebrauchen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein, nee, haben wir ja schon am Anfang gehabt, einen roten Lippine. Gut, dann haben wir die Klassiker abgedeckt. Einen goldenen Lidschatten hatten wir in der Palette auch mit drin. Steht auf jeden Fall der sehr weihnachtliche Weihnachtslook schon mal. Und jetzt gucken wir mal, was in der Weihnachtswoche so kommt.
Hier haben wir die Nummer 18. Ja. Ich habe einen Invisibobble Adventskalender aufgemacht, weil ich super gerne diese Telefongabelagummis mag. Und hier ist auch wieder eins drin. Das ist jetzt aber safe kein Original Invisibobble, sondern einfach nur ein random Haargummi, ne? Und ja, ich verwende die, ich mag die, ich finde die okay, aber ich finde, das ist ein total unnötiges Foodprodukt in einem Make-up-Adventskalender. Die Nummer 19. Unser drittes Lippenprodukt und damit sollte es auch meiner Meinung nach reichen, weil also drei Produkte aus einer Kategorie, also drei Nagellacke, die hier enthalten sind, drei Lippenprodukte, guter Lip Liner geht noch als ne, Add-on durch, drei Augenviecher und so, dann muss es aber auch reichen, weil ansonsten ist das Ganze zu eintönig. Dafür hat Douglas auch einfach ein viel zu großes eigenes Sortiment. Das ist jetzt aber mal ein Matt Kiss in der Farbe Matt Nude, auch da 4 ml drin und das ist halt ein schöner Nude-Ton, definitiv eine schöne Farbe, aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt freuen, wenn ich noch ein viertes Lippenprodukt hier mit drin hätte. Die Nummer 20. Sieht aus wie ein Ei. Oh nee, oh nee. Es ist ein Beauty-Ei. Das finde ich cool und das passt auch in einen Make-up-Adventskalender. Fühlt sich gut von der Weichigkeit her an. Und ja, hier fliegt jetzt gerade ein Flugzeug übers Haus und läuft bei uns. Finde ich cool. Definitiv ein schönes Produkt in einem Adventskalender. Und das ist ein Tool, was ich auch gerne in einem Make-up-Adventskalender habe. Ich glaube, letztes Mal hatten wir einen sehr, sehr kleinen. Und der hier ist jetzt in einer schönen Größe. Die 21. Ja, das hat... hat es gefehlt? Nee. Nee, das hat jetzt eigentlich nicht gefehlt, denn wir sind ja schon bei Lidschatten gewesen. Aber ist okay, die haben halt auch noch so Monoviecher. Iridescent Eyeshadow in der Farbe 300 Antidote. Ich glaube, genau die gleiche Farbe hatte ich letztes Jahr auch drin, ne? 1,3 Gramm. Ich sammle die oder bewahre die auf, um dieses Jahr einen Mono-Lidschatten-Adventskalender zu gestalten, den ich dann hier auf YouTube verlosen werde. Und jo, der kommt dann da auch mit rein. Wäre halt blöd, wenn ich den schon vom letzten Jahr da hätte. Muss ich mal gucken. Das ist ein schöner, schimmernder Taubton. Mag ich gerne leiden. Die Nummer 22. Oh ja, auch das ist ein praktisches Tool. Das ist auch cool für einen Adventskalender. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr auch das ein oder andere so nur zwei, drei Tücher in so einer kleinen, in einem kleinen Sachet oder sowas drin, so Abschminktücher. Nee, hier haben die wirklich umgeschwenkt und haben uns so ein wiederverwendbares Abschminkpad reingepackt. Das ist auch gebrandet von Douglas. Und dieses Branding, dieses Band ist auch super, weil du das dann halt wirklich so anpacken kannst und dann hast du es wie ein Waschlappen, ne? Und kannst damit dann dein Make-up so runternehmen und das finde ich cool. Das mag ich. Bisschen flusig. Sehr flusig. Also Qualität geht besser, aber es ist schon mal ein guter Anfang. Die 23 sieht auch wieder verräterisch nach Nagellack aus. Ah, wir hatten doch schon drei Nagellacke. Vielleicht Nagelpflege, das wäre okay. Gesagt, getan. Ein 2-in-1 Coat. Base und Topcoat, das finde ich praktisch. Jo, 10 ml sind hier drin und das ist auf jeden Fall ein sinnvolles Produkt, gerade weil wir ja auch schon Nagellacke hier mit bei haben. Ich verwende immer einen Basecoat und immer einen Topcoat und kann das auch nur jedem empfehlen. So halten euch die Farben einfach länger. Ne? Also ich habe, ja, 10 verschiedene Nägel, weil ich es liebe. Und ja, ich kann es halt wirklich nur empfehlen. Zum einen, um den Nagel halt vorzubereiten, dass du einen Basecoat verwendest, dann halt die Farbe drauf in so vielen Schichten, wie du Bock hast. Und dann einfach, um das Ganze nochmal zu versiegeln und um eine schöne Oberfläche nochmal zu schaffen, Topcoat drüber, läuft. Und ja, das finde ich cool. Die Nummer 24 versteckt sich hier tatsächlich und die möchte ich mit euch mal zusammen aufmachen. Dann ist das Ganze hier auch mit einem gemeinsamen Erlebnis verbunden. Selbstverständlich vermisse ich noch Blush, Bronzer, Highlighter, Puder, eine Mascara. Das ist eine Mascara allein von der Form her. Und welche ist das? Have It All Volume Length Curl Mascara. Okay, bin ich sehr gespannt drauf. So schaut die aus. Und ja, die Mascaren von Douglas sind richtig gut. Ich hatte die Vice Versa Mascara, oder ich habe sie, glaube ich, noch, weiß ich gar nicht. Die wurde mir mal empfohlen von einer Douglas-Mitarbeiterin. Ich habe sie aufgelegt und habe mir gedacht, what? So geil. Ich hoffe, dass es mit dieser hier genauso passiert. Das ist so eine ganz feine Bürste. Da werden Leute auch Spaß mit haben, die relativ kleine Augen haben und kurze Wimpern. Denn damit kommst du super gut hier am unteren Wimpernkranz, auch vorne dran, auch hier im Innenwinkel. Mega geil. Die wird ausprobiert. Das ist auf jeden Fall ein Knallerprodukt für mich, ne? Ein schönes Highlight-Produkt. Kommen wir nun zum Fazit. Wir werden definitiv bei diesem Adventskalender einen bombastischen Wert haben. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Ne? Ich habe die Produkte so ein bisschen versucht, recht
logisch runterzurechnen oder hochzurechnen, also diese ganzen Füllmaterialien auch und so. Manche Sachen finden wir ja auch bei Douglas im Onlineshop, aber um das Ganze halt irgendwie human zu halten, weil die haben ja, es hat alles im Leben seinen Wert, das ist einfach so, das dürfen wir nicht vergessen. Und selbst so eine kleine Haarspange hat ihren Wert, und auch wenn es nur 50 Cent oder ein Euro sind, ne? Ja. Ich fand den cool. 29,99 finde ich dafür angemessen. Wenn ich mir andere Brand-Adventskalender, wie zum Beispiel den von Maybelline, angucke, haben wir hier definitiv eine bessere Auswahl. Definitiv, ja, definitiv. Und ich finde den auch besser als den von Maybelline. Ich bin gespannt, was Douglas sonst noch so an Adventskalendern raushauen wird. Und die werden wir uns zusammen anschauen. Deswegen vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr das nicht verpassen möchtet. Und falls ihr generell keine Videos mehr von mir verpassen möchtet, könnt ihr auch gerne das Glöckchen anschalten. Dann werdet ihr nämlich darüber informiert, wenn ein neues Video online gekommen ist. Genau, und das war es jetzt auch hier von mir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!